Okay, so, jetzt aber. Los geht's. Mirage des Kristalls. Ich bin gespannt. Dieses Gebiet ist einem in Dimension 3 entdeckten Ort nachempfunden und hat die imposanten Ausmaße der architektonischen Verfinsterung seiner Vorläufer geerbt. Mirage des Kristalls, ein passender Name für den Prototyp des Turm Mirage, den man in dieser Welt vorfindet. Experimente, die hier durchgeführt wurden, legten die Form des Turm Mirage offen. Nachdem dies abgeschlossen war, war das Gebäude ausreichend funktionsfähig, um das Gebiet um sich herum zu verderben und zu verzehren. Ist das der Crystal Tower? Lots of bats. Where are they headed? Wherever it is, we better get there first. Asto said there'd be a crystal at the top of the tower. And where there's a crystal, there's chaos. Come on. Das ist definitiv der Crystal Tower, würde ich sagen. Ja, es ist immer der Crystal Tower. Halt in World of Final Fantasy war es auch der Crystal Tower. Es ist halt einfach. Es ist halt einfach immer so. Ich habe doch noch irgendwas gelernt, außer, das war Ritter, ne? Aber Ritter war doof. Oder? War Ritter doof? Vielleicht war Ritter doch nicht doof. Vielleicht war Ritter sogar ganz cool. Scheint zu klemmen. Bin ich ja mal gespannt, was mich hier erwarten wird. This looks good. Nice. Okay, finde ich schon gut. Lass das direkt mal ausrüsten. Sehe ich wieder aus wie so ein Pirat. Oh, verdammt. Ich wollte noch nachgucken, wie man transmoggen kann. Und ich habe es nicht getan. Verdammt, verdammt. Irgendwie sollte das ja mit dem zweiten DLC kommen. Aber kann halt auch sein, dass das erst irgendwie so ein Ding ist, was du freischalten musst, ne? Hose der Treue. Bin ich froh, dass meine Hosen mir immer treu sind, bisher noch zu keinem anderen gegangen sind. Let's see what's inside. Es ist schon sehr Souls-mäßig tatsächlich. Es ist wenig, also Souls-mäßig mit Devil May Cry Anleihen. Es ist halt voll schnell, was halt eigentlich eher untypisch für Souls ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du krass auf Dings ausgelegt bist, auf Kombos oder sowas.
Aber ja, wenn du Nioh gespielt hast, es ist halt wie Nioh eigentlich. Schnell, stylisch, trotzdem schwierig. Ich meine, was hier natürlich cool ist, ist, dass das Spiel einen Easy Mode hat. Daher ist das vielleicht interessant, wenn man es echt nur für die Story spielen möchte. This will bring us back down. Should we go back and prepare? Ich freue mich mega auf Final Fantasy 3 in den Crystal Tower. Ich möchte einfach erleben, wie es ist. Ich dachte, meine Katze miaut, aber vielleicht habe ich mich einfach verhört. Verdammt. Na bitte. Yes, voll gut. Hier ist nichts. Oh, das ist ja wie in Final Fantasy X hier. Witzig. Ha, ha, ha. Okay, cool. Was auch immer es bedeutet, eine Chaosrüstung zu haben. Was ist passiert sich da? Ach so, alles stressig einfach. Also stressiger als es sein sollte, sagen wir es so. War ich vorhin einfach irgendwie so ewig damit beschäftigt, dann musste der Stream irgendwie so 1-2 Stunden warten und es passiert hier halt nichts und dann war da alles super kacke und ach. War ein bisschen doof einfach, war ein bisschen doof, aber manchmal passiert es halt so. Ah, funny. I think I know someone with some spells. Path is just gone. There's gotta be a switch or something. Let's find it. Fuck. Crystal is some kind of trick.
Oh mein Gott. Das war klar, dass das passiert. Come on. Come on, follow me. Come on. Okay, cool. Das sind doch Roboter. Okay. Das sehe ich jetzt echt. Das wären irgendwelche Soldaten oder sowas. Aber es sind Roboter. Funny. Kann ich darüber laufen? Oh, witzig. I'm scared. Jack, hold me. Don't look down. Eyes forward. Ich finde halt diesen Angriff so cool, weil er so praktisch ist und er macht so viele geile Effekte, die du aufsammeln kannst. Es ist halt einfach so praktisch, mit so einem Feuer rumzulaufen. Was halt nicht so praktisch ist, ist drauf zu gehen, tatsächlich. Das ist, bisschen eklig, aber was soll's. Up ahead. Time to go to work. Ich bin so gespannt auf die Nier Automata-Folge. Oh mein Gott, es greift doch endlich mal an. Mein Gott, ey. Aber die Truhen habe ich ja aufgemacht. Das heißt, dann ging ich hier zurück. Hier rum. Nice.
So, um ihn kümmere ich mich gerade mal. So. Und so. Ich frage mich, ob 12 Folgen für Nier Automata gut sind. Und ob es tatsächlich sich halten kann. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so ein bisschen in der Versenkung verschwinden wird. Das wird so ein bisschen Bass kriegen, weil es halt Nier Automata ist. Aber dann wird die Serie einfach durchlaufen und komplett verschwinden. Und keiner wird mehr darüber reden, ehrlich gesagt. So ein bisschen wie der World Ends With You Anime. Der hat auch einfach, der war da und dann war er weg und dann hat auch keiner mehr darüber geredet. Okay, fuck. Weird. I feel like I've climbed this tower before. Or was it a different tower? This place plays tricks on the eye, like a mirage. Makes you see things that aren't really there. Yeah. Can't trust anything we see in here. Ich glaube tatsächlich, war Nekus Charakter nicht verhunzt, sondern er war einfach so, wie er im Original eigentlich war. Also halt in der englischen Lokalisierung war er halt so mega die Bitch die ganze Zeit, aber im Originalen war er halt einfach nur distanziert irgendwie, glaube ich, oder? Framerate, Alter, damn. Warte. Ah, doch, hat geklappt. Okay, cool. Oh, what? Also ich meine, 2023 ist erst eine Woche alt. Gib dem Ganzen mal ein paar Monate, bevor du fragst, ob das eins meiner Lieblingsspiele ist. Time to go to work. Warte, voll Quatsch, was ich hier mache. Ich kann doch einfach in den Aufzug gehen und dann da hochfahren. Das macht doch viel mehr Sinn. So.
ahead. Come on, follow me. Verdammt. Das ist aber schon mal gut. Das tatsächlich auch. Take it from here, Neon. Ash, show me what you can do. Die können auch mal was machen, Alter. Halt. Dancen da drüben rum, so. Komplett hirntot, so, dann kann die auch mal ein bisschen angreifen. Ich finde das halt so strange, dass du denen erst so den Befehl geben musst, dass sie aggressiv handeln sollen. Weil sie sonst irgendwie draufhauen und dann irgendwie im Kreis laufen und wegrennen und Schaden einstecken und dann immer wieder draufhauen und einfach komplett nutzlos sind. Bis du ihnen sagst, hey, greif doch mal an. Das wäre irgendwie voll cool. There's one. Let's knock him down. Hey, Final Fantasy Spirits Within war so ein stranger Film, aber irgendwie hat er trotzdem so ein bisschen Platz in meinem Herzen. Oh mein Gott, es bedeutet, wenn ich die ganzen Final Fantasy Spiele mache, muss ich auch irgendwann über den Final Fantasy Film reden. Holy shit, let's go. Kann man den auf Amazon gucken? Ist der irgendwie in Amazon Prime Dingsbums mit drin? Sick einfach. Nicht bei Prime. Oh, schade. Ja, bei Final Fantasy 15 werde ich mir auch alles nochmal antun müssen. Da bin ich auch sehr gespannt. Den Anime, den Film, das ganze Spiel, die ganzen DLCs. Holy shit, einfach nur. Das wird cool. Da freue ich mich drauf. So, ich habe irgendwie das hier. Irgendwas habe ich freigeschaltet. Okay, jetzt brauche ich noch. Das ist nicht Schwarzmagier, ne? Das ist irgendwas anderes. Dunkelritter, Weiser. Ha. Ich habe gehört, Weiser ist voll cool. Das soll man irgendwie lernen. Ich
So. Das heißt, ich muss eigentlich hier runter. Ja, dann brauche ich 3, 8. Ah, spannend. Packe ich hier gerade einfach mal den Weißmagier rein, damit er ein bisschen auflevelt. Oh mein Gott, ich habe voll den coolen Stab. Yes, hau raus. Kurz mal runtergefahren, kurz mal geschaut, kurz mal getan, kurz mal gemacht. Kurz mal ein Save mitgenommen oder auch nicht. Sekunde. Unterste Ebene. I see some cubes over there. I'll check it out. Ich bin auch ein bisschen sad, dass sie Versus 13 damals... Ach, hier ist so ein Ding. Verdammt. Dass sie Versus 13 damals einfach geschelft haben und stattdessen so komplett in 15 umgemodelt haben, obwohl das irgendwie am Ende halt quasi gar nichts mehr mit dem eigentlichen Spiel zu tun hatte. Das hat mich so ein bisschen sad gemacht, da bin ich jetzt mal einfach mal so ehrlich, schockierenderweise. Weil ja, mich hat das Dunkle auch eher angesprochen, als das, was wir bekommen haben. So 13, also Versus 13 hat sich ja viel mehr scheinbar auf den Tod konzentriert und dessen Bedeutung und sowas. Und das ist ja komplett aus 15 ferngeblieben. Oh, come on! Nee, alles gut. Das war cool, glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das war cool. Oh Gott, oh Gott. Das war nicht so cool.
Bling, bling, bling. Ich meine, es sieht schon cool aus, aber das Glänzen ist schon ein bisschen krass irgendwie. Time to go to work. Mich nervt, dass ich hier gerade mich so ultra konzentrieren muss. Ich kann sonst die ganze Zeit nur drauf gehe. Fucking Gott, komm schon. Take it from here, Neon. Ey, das kann nicht sein, Alter. Das Ding ist halt so 1% vom Sterben weg. Ey, ich dreh durch. Fucking oof, ey. Was für ein Struggle. Holy shit. Are those cubes? I need a break. Thank fucking God, so. Holy shit. Ich glaube leider, Ritter ist so ein bisschen shit, so. Irgendwie, diese Default-Attacke ist echt kacke, Mann. Hier noch mal sehen hier. Bei erfolgreichem Block wird eine Schockwelle ausgelöst. Okay. Vielleicht ist es doch nicht so kacke. Vielleicht habe ich mich einfach geirrt. Vielleicht bin ich einfach nur ein Idiot. Ein Idiot. Das Spiel ist gut. Ich bin erstaunt. Mal gucken, ob ich das hinkriege.
Oh! Hey, Jack. Hm? When did you teach Sarah that song? It's a classic. Everyone knows it. Oh fuck. Okay, vielleicht ist das doch nicht so geil, wie ich dachte. Ich dachte, es wäre voll cool, aber ich glaube, in einem einzelnen Kampf ist das doch nicht so praktisch wie erwartet. Come on. Good. Jack, watch yourself. That's more like it. Thanks. Now we smash its face in. So, Phase 1 geschafft. Ah, shit. Phase 2. Huiuiui.
fucking hell, Alter. Oh, ich kann nicht zaubern. Mega gut. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Oh, ich kann keinen Vita zaubern. Ass. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Holy shit. Holy shit. Yo. Yo. Ich spiele übrigens am Schwermodus, okay? Ich möchte nur mal extra Accolades dafür bekommen, dass ich den gerade im Hard-Mode besiegt habe. That's it? No chaos? And no crystal. Did Astos trick us? Wait, this feeling. I know where we are. Check it out. It starts on its own. Logging in. Logging in. Welcome. Are you the owners of this terminal? Hmm. We have been waiting for you. Commencing transport. Transport to Flying Fortress. Complete. Oh, oh my god! Das Luftschloss? What? What? Junge! What? Bro! What? Das ge- was? Holy shit. So ist es aber nicht in Final Fantasy 1 passiert. Ey, bin ich froh, dass ich den ersten Teil von Demi gespielt habe. Die ganzen Plot-Explosion-Twist-Points, what? Oh mein Gott, ist das etwa nicht Final Fantasy 1? Ich dachte, das wäre halt, aber, what? I am shook, okay? I am absolutely shooketh, so. Oh mein Gott. Ich dreh durch. Ich dreh einfach nur durch. Ich dreh einfach nur durch. Junge. Ich will die DLCs spielen. Wann kommen die endlich? Was ist los? Was ist los einfach? Ich bereite mich schon mal mental drauf vor, aber damn!